Moin Leute, wir sind hier im schönen, kühlen Süderbrarup und ich möchte euch heute ein bisschen was über diesen doch sehr besonderen Ort erzählen. Dieser Ort hat eine sehr besondere Historie über verschiedene Zeitepochen hinweg. Es ist sehr umfangreich, das Thema. Und da ich mich da etwas unsicher fühlte, habe ich mir Verstärkung geholt. Neben mir steht Lars. Moin. Lars ist Kulturanthropologe und Skandinavist, außerdem in Angeln aufgewachsen. Er beschäftigt sich schon sehr lange mit diesem Thema und ich hoffe, er wird uns hier einiges zeigen und erzählen können. Hinter uns sehen wir jetzt eine Erläuterungstafel des Museumsvereins und damit fangen wir am besten einfach mal an. Können wir machen, ja. Also das ist das Schild vom Museumsverein. Man sieht hier oben, hier beginnt ein historischer Kultur- und Naturlehrpfad, den der Museumsverein ins Leben gerufen hat. Mit der ersten Station hier direkt am Marktplatz von Süderbrarup. Und zwar hat man hier ein eisenzeitliches Urnengräberfeld gefunden, das zu einem großen Teil direkt unter dem Marktplatz liegt. Also das in der römischen Kaiserzeit genutzt wurde, in zwei Perioden. Und das ist ein recht bedeutsamer Fund, da es mit schätzungsweise 2.000 bis 3.000 Urnengräbern recht groß ist. Also 1.200 hat man bisher geborgen. Und ja, hier wurden vor allen Dingen Männer bestattet, Männer und Jungen. Etwas weiter aus Süderbrarup raus, in Norderbrarup, gibt es noch ein zweites größeres Urnengräberfeld aus der Zeit, in der wiederum vor allen Dingen Frauen und Mädchen begraben liegen. Das Urnengräberfeld soll angeblich übrigens auch bis über das Kirchengrundstück gehen. Das kann man aber ganz schlecht ausgraben, dann müsste man wahrscheinlich die Kirche abreißen, das will auch keiner. Jetzt sehen wir hier den Brarup-Markt. Hier finden also seit Jahrhunderten ganz wilde Partys statt. Und kommen wir jetzt wieder zum Gebäude der Touristinformation und da steht der Lars hinter mir. Also der Brarup-Markt ist ja der jährlich stattfindende ländliche Jahrmarkt, der größte in Schleswig-Holstein. Ne? Das gilt ja als fünfte Jahreszeit in Angeln. Letztes Jahr blöderweise ausgefallen, das erste Mal seit vielen Jahren. Ne? Ich glaube sogar im Zweiten Weltkrieg hat er stattgefunden, das eingeschränkt. Kann sein, das weiß ich gar nicht genau. Hieß es ja. Irgendwo, ich habe es gelesen. So, wir stehen jetzt mitten auf dem Marktplatz in Süderbrarup. Und hinter mir seht ihr weiße Stromkästen und das Haus dahinter. Das haben wir gerade wieder entdeckt auf einem Film aus den 50er Jahren. Der ist bei YouTube zu sehen und da geht es um die Ausgrabung des Urnengräberfeldes hier. Und genau wo wir jetzt hier stehen, müsste die Ausgrabung stattgefunden haben, denn das Haus hinter den beiden weißen Stromkästen ist auf diesem Video zu sehen. Wir verlinken euch das unter diesem Video. Begonnen hat unser vor- und frühgeschichtlicher Streifzug auf dem Marktplatz von Süderbrarup, dem Urnenfriedhof aus der Eisenzeit. Weiter geht es jetzt gleich mit der Heiligen Quelle. Die ist vom Marktplatz aus gesehen gleich um die Ecke. Im Anschluss begeben wir uns zum nördlichen Ortsausgang, denn dort befindet sich der alte Opferplatz Torsberger Moor, an dem übrigens keine Menschen geopfert wurden, aber dazu später mehr. Gegenüber vom Torsberger Moor befindet sich der bronzezeitliche Grabhügel Kummerhü. Und der wird unser letztes Ziel am heutigen Tag. Auf geht's! So, wir befinden uns jetzt in der Quellenstraße, kurz vor der Heiligen Quelle. Und Lars wird uns jetzt gleich erzählen, was diese Heilige Quelle mit dem Brarup-Markt zu tun hat oder auch nicht. Gucken wir mal, ja. Genau, also hier rechts neben uns, da oben, befindet sich der Sportplatz. Und dahinter noch eine Sporthalle. Jetzt kommt hier kurz ein Auto. Und der Bau der Sporthalle und des Sportplatzes ist ganz wichtig, was diese Quelle angeht. Nämlich, wie wir gleich sehen werden, ist die nicht mehr so richtig intakt. Jedenfalls das Wichtigste, was eine Quelle machen sollte, nämlich Wasser spenden, ist nicht der Fall. So, hier sind wir. Da. Ich habe schon mal gelästert, dass das Einzige, was da gelegentlich noch mal rauströpfelt aus dem Rohr da oben, der Schweiß der Sportler ist. Man weiß es nicht so genau. Könnte sein, aber ich denke mal, vor allen Dingen ist es Regenwasser. Lars,
hinter uns sehen wir jetzt diesen merkwürdigen kleinen Bau, der die heilige Quelle hier kennzeichnet. Weißt du aus dem Kopf, wann das erstellt wurde? Das ist ja keine 1000 Jahre alt hier. Nein, nein, also das ist, ich glaube, 1929. Genau, das ist einfach eine Steinfassung. Die wurde auch zwischenzeitlich nochmal versetzt. Zum damaligen Zeitpunkt, also in den 20er, 30er Jahren, floss da auch tatsächlich das Quellwasser raus. Also es ist eine aktive Quelle gewesen. Also wenn man dem Schild glauben mag, Ende der 60er, ansonsten heißt es auch auf der Tafel vom Museumsverein, dass es in den 70ern versiegt ist, beziehungsweise es wurde das Regenwasser der Sportanlage, der Turnhalle und so weiter damit eingeleitet in das Rohr, als sie dann nämlich gebaut wurde in den 70er Jahren. Und so kann man sagen, also spätestens seit den 70er Jahren tropft da kein original Quellwasser mehr raus. Erinnerst du denn, wann man den ersten Beleg für diese Existenz dieser heiligen Quelle festmachen kann? Also ja. Die Quelle an sich, die war ja da, die war hier auf dem Acker zu finden. Die gibt es bestimmt tausende von Jahren, aber... dass es die heilige Quelle war, also eine für heilig gehalten und heilkräftig gehaltene Quelle, da hat man eigentlich auch nur erstmal eine Sage. Und diese Sage wurde erstmalig von Heinrich Kock im Jahr 1929 publiziert. Erfasst wurde sie schon früher, bereits 1844 wird sie erwähnt. Im Wortlaut heißt es: Auf der Koppel Beukiel bei Süderbrarup befindet sich eine Quelle. Schon in heidnischer Zeit bestand sie und ihr Wasser war für mancherlei Gebrechen heilbringend. Von weit und breit strömten die Kranken herbei und fanden ihre Gesundheit wieder. Nach Einführung des Christentums wurde die Quelle dem Jakobus geweiht. Und große Wallfahrten haben den Grund zu dem jetzt noch bestehenden Brarup-Markt gelegt. Im Arbeitskreis für Soziales, Jugend, Senioren und Kultur der Gemeinde Süderbrarup wurde kürzlich beschlossen, die Quelle von einer Spezialfirma suchen zu lassen. Falls eine Aktivität festgestellt wird, soll sie auch wieder zugänglich gemacht werden. Womöglich steht uns ein Revival der heiligen Quelle bevor. Ja, also in der Sage wird er ja in direkter Zusammenhang festgemacht, ne? Anhand der Pilgerfahrten, ne? Genau, also die Idee wäre dann halt, dass hier schon immer Pilgerfahrten, aber was heißt immer, ab einem gewissen Zeitpunkt stattgefunden haben, zu einer heiligen Quelle, sich Leute hier versammelt haben, womöglich zu bestimmten Zeiten im Jahr, zu einer bestimmten Zeit im Jahr, und daraus sich eventuell ein Markt noch gebildet hat, ne? Weil wo viele Leute sind, sind auch gleich wieder Leute, die was verkaufen wollen. Genau. Dieser Ort war von einer gewissen Bedeutung. Hier kamen Leute zusammen. Man muss dazu sagen, auch in der Wikingerzeit und noch darüber hinaus war es hier ein Tingort. Auch allein das wäre schon ein Grund, ne, dass sich hier eine wichtige Kirche platziert. Aber das Interessanteste ist ja eigentlich, dass die Kirche hier in Süderbrarup dem heiligen Jakob geweiht ist. Mhm. Ne, der ja der Schutzherr der Wallfahrer ist. Das könnte ein Argument dafür sein, dass schon zum damaligen Zeitpunkt tatsächlich hier Wallfahrten stattgefunden haben, ne? Wie es die Sage sagt. Und daher Stab und Muschel? Genau, der Stab und der Muschel, der im Bleisiegel zu sehen ist, ne? Um 1400. Ein Bleisiegel von der Jakobikirche hier. Die Jakobikirche übrigens im 12. Jahrhundert gebaut, ne? Genau, der kommt ja auch in der Sage vor und der soll ja Badequelle bedeuten, dass, ne, aus dem Dänischen käme der Flurname, nicht ungewöhnlich für diese Gegend, ne? Und Kiele heißt Quelle auf Dänisch, auch heute noch, ne? Also man kennt das von Ortsnamen wie Roskilde, ne? Da kann man auch sicher sagen, dass es von Quelle abgeleitet ist. Und der erste Wortteil, ob der auf die Wörter Baden oder Bad zurückzuführen ist, ich persönlich kann nicht beurteilen, wie sicher man das sagen kann. Ich würde sagen, der Flurname, der kann ein Indiz sein, auch wenn sich der jetzt nicht so sicher als Badequelle übersetzen lässt. Was gab es hier an archäologischen Funden in der näheren Umgebung? Also man hat bei der Quelle nicht intensiv gebuddelt, soweit ich weiß. Es gab ein paar Probegrabungen und gelegentliche Funde durch Flugarbeiten, ne, hier bei Acker. Mhm.
Und da hat man Scherben und ich meine Abfallgruben aus dem um das erste Jahrhundert herum gefunden. Ja. Also auch wieder römische Kaiserzeit. Mhm. Die Zeit, aus der der Uhrenfriedhof stammt, in der das Torsberger Moor als Opferplatz genutzt wurde. Aber halt auch nicht mehr. Ne? Also keine Überbleibsel aus den Epochen danach. Ne? Okay. Das ist halt auch erstmal vielleicht auffällig. Wenn wirklich eine Kontinuität bestanden haben sollte und die sogar schon in der Eisenzeit irgendwie in der Form genutzt wurde als heilige Quelle. Ich denke mal, zumindest als die Kirche sich hier etabliert hat, muss es schon eine ganze Weile als Wallfahrtsort quasi genutzt worden sein. Ne? Ungewöhnlich erscheint ja dazu noch die fußläufige Entfernung eines derart großen Urnengräberfeldes, wie wir es schon gesehen haben hier auf dem Marktplatz, und ebenfalls in fußläufiger Entfernung das Torsberger Moor als eines der größten Mooropferplätze Nordeuropas, zumindest was die Ergiebigkeit und die Besonderheit der Funde angeht. Aber da gehen wir gleich noch hin schauen uns das dann an. Richtig, ist auffällig. Ne? Also Süderbrarup, die Umgebung ist ein Altsiedeland, ein sogenanntes. An solchen Orten ist es halt besonders, dass sie in verschiedenen Epochen schon in der Vor- und Frühzeit besiedelt wurden. Man muss sich das vorstellen, umgeben von einem dichten Wald. Ne? Mhm. Und wenn hier nicht gerodet wird oder so, dann erobert sich der Wald auch die Gegend wieder zurück. Ne? Und so ist das zum Beispiel geschehen, als die Angeln ausgewandert sind, die zuvor die Bevölkerung hier gestellt haben, in der römischen Kaiserzeit. Das, so viel ist man sich sicher, dass es sich da um den Stamm der Angeln gehandelt haben muss. Und ja, man hat da ungefähr 200 Jahre danach, in der sich die Natur hier das Gebiet ein bisschen wieder zurückerobert hat, wo dann wenig los war anscheinend. Ja, das konnte man nachweisen. Ist die Frage, was die Kontinuität der Nutzung hier so angeht. Aber in der Wikingerzeit wurde diese Gegend wieder besiedelt. Also die muss etwas gehabt haben. Ne? Ja, heute fragt man sich fast was, weil größere Gewässer sind weit weg. Die Ostsee sind zig Kilometer, die Schlei sind auch ein paar Kilometer. Ja. Es liegt zumindest nicht direkt am Wasser. Der Boden soll ganz gut sein hier, Ackerland, Viehzucht. Genau, das kann ja was gewesen sein. Und auch sauberes Wasser, was, ne? Ja, Trinkwasser, heilige Quelle, also Quelle überhaupt. Ne? Aber eben kein Fisch, ne? Das wundert mich immer. So, das, und auch viele, also aus der Bronzezeit sehr viele Gräber, ne? Also Hügelgräber. Hier haben viele Leute gewohnt. Man kann sich gut orientieren, ne? Auch anhand von Hügelgräbern. Man kann auch, so wurde es in der Wikingerzeit auch häufig gemacht, Ländergrenzen abgesteckt. Ne? Mhm. Also wem was gehört quasi an Land, ne? Weil das sind Markierungen, die man, die gut erkenntlich sind. Okay. Es wurden Tings abgehalten auf Hügeln. Ja, es wird nicht wärmer. Ich würde sagen, fahren wir mal rüber zum Torsberger Moor. Genau. Okay, dann bis gleich. Ja, wir sind jetzt am Torsberger Moor angekommen und hinter uns die Wasserfläche, das ist die Wasserfläche, die heute das Torsberger Moor bedeckt. Hier befindet sich einer der bedeutendsten Mooropferplätze der römischen Kaiserzeit. Ja. Genau. Und erzähl doch mal, was du so weißt, beziehungsweise was dir so einfällt dazu. Ja, also ich würde erstmal sagen, es ist ein sehr bedeutender Fund für ein sogenanntes Kriegsbeuteopfer. Von denen gibt es halt so ein paar in Skandinavien. Das wäre jetzt der südlichste. Und die sind sehr gut vergleichbar. Also ein Mimose zum Beispiel wäre noch einer. Es gibt noch ein paar weitere. Da gibt es einige Auffälligkeiten, die bei allen zu finden sind. Zum Beispiel, wie die Opferung praktiziert wurde. Woher weiß man das? Also man kann das halt anhand der Funde sagen. Ne? Es wurden hier viele Metallgegenstände gefunden. Auch organische Materialien haben sich hier im sauren Moor erhalten. Das ist auch so eine Besonderheit vom Torsberger Moor. Also man hat hier aus Gold und Silber Schmuckstücke und Ausrüstungsgegenstände, sehr viele Waffen und Rüstungsteile. Und man konnte halt feststellen, dass die alle mutwillig zerstört wurden, die Dinge. Also das gehörte anscheinend mit zum Opferritual, um zu markieren, die sind jetzt nicht mehr für den alltäglichen Gebrauch in unserem Diesseits hier gedacht, sondern sie werden quasi der göttlichen Sphäre jetzt zugeeignet. Hm. Und ich glaube, eine Besonderheit ist noch, dass die Wertigkeit der Gegenstände hier verglichen mit heutigen Werten wohl sehr hoch
Ja, erscheint. Man kann sagen, das müssen schon Ausrüstungsgegenstände und Insignien von hohen Persönlichkeiten in den gegnerischen feindlichen Heeren gewesen sein. Also Heerführer und die wichtigsten Posten. Der Helm, die Maske von diesem Helm ist sehr bekannt als Frontier. Das ist ein germanischer Helm gewesen, nach römischem Vorbild hergestellt. Heute wird davon ausgegangen, dass man hier tatsächlich Ausrüstungsgegenstände von germanischen Heeren findet, nicht von römischen. Denn genau, man hat mal römische gesagt sonst, ne? Ja, weil es ist sehr römisch. Daran sieht man aber eher, wie sehr Rom kulturell ausgestrahlt hat auf die germanischen Stämme. Und man hat viel so Mischformen an Kunststilen oder so, ne? Hier etwa in diesem Bereich haben damals die Opferungen stattgefunden, beziehungsweise hier hat man die Grabungen durchgeführt und diese wertvollen Sachen geborgen. Wobei man natürlich heute prima darüber streiten kann, ob Dinge, die einmal den Göttern geweiht wurden, heute wieder ausgegraben werden sollen oder nicht. Aber das sind Diskussionen, die vielleicht am anderen Ort geführt werden sollten. So kann man sich das Moor im 19. Jahrhundert vorstellen. Um das Moor herum gab es zu früheren Zeiten noch viele Hügel, die durch den Ackerbau nach und nach abgetragen wurden. Wie bei allen südskandinavischen Kriegsbeuteopfern bot sich auch hier ein erhöhtes Gelände rund um den Moorbereich. So konnte die Opferzeremonie von einer größeren Öffentlichkeit mitverfolgt werden. Um unbeschadet zu dem Wasserbecken zu gelangen, hatten die Angeln hölzerne Befestigungen errichtet. Bevor sie die Opfergaben säuberlich gebündelt in das Moor versenkten, wurden sie systematisch zerstört und verbrannt. So, jetzt sind wir hier am Strand des Thorsberger Moores. Kann man sagen, ja. Kann man so sagen. Hinter uns eine bunte Vogelschar. Aus verschiedensten Arten von Wasservögeln, Gänse, Schwäne, Blässhühner bis hin zu Laufenten sind hier, glaube ich, unterwegs. Ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, eine ganz interessante Geschichte war, dass Konrad Engelhardt damals hier gegraben hat und erste sehr aufsehenerregende Funde gemacht hat. Und daraufhin sind die Eigentümer des damaligen Moores, das waren ja größtenteils wohl Bauern, die hier auch Torf gestochen haben, die haben wohl Teile ihrer Parzellen abgegeben an andere Leute. Und meines Wissens ist aus diesem Grund ein Teil der Funde, die man hier gemacht hat, in alle Welt verstreut. Es ist ja auch die Frage, wie viele Teile in Privathand irgendwie gelangt sind. Das war ja auch vorher, also als hier angefangen wurde mit Torfstechen, ist ja schon einiges wahrscheinlich abhanden gekommen. Und es heißt auch, dass Kinder hier mit Helmen und irgendwelchen Metallgegenständen gespielt hätten. Ich drehe mal eben da rum. Das sind einige der Tafeln vom Archäologischen Landesamt. Die haben hier einen archäologischen Wanderpfad errichtet. In verschiedenen Stationen und da erfährt man bei denen, die hier stehen, etwas über die tollen Ausrüstungsgegenstände und Schmuckstücke, die man hier gefunden hat. Der Schildbuckel, der hat ja eine Besonderheit, ne? Ja, genau. Also dieser eine Schildbuckel hat eine Runeninschrift. Es gibt insgesamt also mindestens zwei Runeninschriften. Wie gesagt, einmal auf dem Schildbuckel, dann auf einem Ortband von einer Schwertscheide. Und das sind sehr alte Runenschriften. Die zählen denn schon mit zu den ältesten Runenzeugnissen, die wir haben. Da bin ich ja heute richtig gekleidet hier. 24er genau. Fußhack. Müsste passen. Genau, das passt. Ja, beim Schildbuckel, die Runen sind interessant, da sie an einer Stelle angebracht sind, die man nicht sieht von außen. Ne? Nämlich innenseitig, sodass man sagen kann, okay, die waren jetzt nicht für menschliche Augen gedacht. Womöglich mit einer magischen Bedeutung. Aufgeladen. Man könnte auch sagen, für die Götter gedacht oder so, ja. Als Symbolik für den persönlichen Schutz. Es ist nicht mal sicher, dass die Runen bei der Erstellung des Schildes eingebracht wurden. Es könnte auch sein, erst im Zuge der Opferung. Okay. Ja, also
selbst da ist man sich nicht so eins. Weil man nicht weiß, was draufsteht. Ja, also es gibt Deutungsversuche. Nach dem Runologen Klaus Düvel sind die Runen am Schildbuckel nicht deutbar. Ein älterer Vorschlag wäre, den Hauptteil der Inschrift als Herausforderer zu lesen. Die H-Rune am Ende wird als Begriffsrune verstanden. Der Runenname Haglas bedeutet Hagel. Damit könnte der Hagel aus Pfeilen und Speeren gemeint sein, dem der Schild widerstehen soll. Die Inschrift würde somit den Namen des Schildes wiedergeben, der Herausforderer des Pfeilhagels. Ein anderer Vorschlag liest den ersten Teil als der Wütende, der Rasende. Entweder wird die H-Rune wieder als Hagel verstanden, oder sie steht als Abkürzung für heiße ich. Wenn es stimmt, dass die Runen erst im Zuge der Opferung angebracht worden sind, dann könnten sie auch eine Gottheit ansprechen. Mit dem Wütenden wäre wahrscheinlich der Gott Wodan gemeint. Ihm könnte der Schild des besiegten Feindes geopfert worden sein. Bei den Runen des Ortbannes ist man sich schon etwas sicherer. Die Inschrift auf Seite A beginnt mit der Begriffsrune Othalan, Erbbesitz. Dann folgt ein Name. Es könnte ein sehr alter Personenname mit unsicherer Bedeutung sein. Vulthus bedeutet im Gotischen Glanz und Herrlichkeit. Häufig wurde der Name mit dem Gott Ulr in Verbindung gebracht. Dann könnte er so viel wie Ul-Diener bedeuten. Ul war vermutlich ein recht alter Himmelsgott. Sein Name taucht in einigen Ortsnamen in Mittelschweden und Südnorwegen auf. Auch die altisländische Überlieferung erwähnt Ulr, der mit Bogen, Skiern und Winterjagd assoziiert wurde. Die Inschrift auf der Rückseite wird meist mit der nicht schlecht berühmte übersetzt. Aber auch hier gibt es wieder eine Variante, die in den Runen einen Waffennamen sieht. Nicht schone, Marier. Das Schwert namens Marier möge die Feinde nicht schonen. Etwa 500 Jahre lang wurde an diesem Ort geopfert. Für eine lange Zeit war das Thorsberger Moor die wichtigste kultische Stätte der Region. Ganz zu Beginn fanden hier wahrscheinlich noch jahreszeitliche Opferungen statt. Tongefäße mit Opfergaben gehören zu den ältesten Funden. Auf sie folgten später die großen Kriegsbeuteopfer. Ein Zeichen dafür, dass der Stamm der Angeln in der jüngeren Kaiserzeit in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt wurde. Mit dem Auszug der Angeln im 5. Jahrhundert nehmen die Siedlungsaktivitäten in der Gegend stark ab. Für das 7. und 8. Jahrhundert gibt es keinerlei Funde. Um 900 herum beginnt eine neue Siedlungsperiode. Wikingerhäuptlinge siedeln sich in der Gegend an und halten unweit des Moores ihr Ting. Der Name Thorsberg ist übrigens in einem Erdbuch aus dem 17. Jahrhundert überliefert. Er bezeichnete einen Höhenzug südöstlich des Moores. Möglicherweise befand sich dort ein wikingerzeitliches Torheiligtum. Der Name hat also nichts mit dem Mooropferplatz aus der römischen Kaiserzeit zu tun. Welchen Gottheiten im Thorsberger Moor geopfert wurde, das lässt sich heute nur erahnen. So, wir sind jetzt am Kummerhü, das ist der Kammerhügel und wir werden jetzt mal diese Höhe des Kummerhü erklimmen und uns das Ganze von oben ansehen und der Lars wird uns dann ein bisschen was dazu erzählen. Genau, das ist der letzte von einer Dreiergruppe an bronzezeitlichen Grabhügeln hier. Insgesamt gab es in der Gegend aber noch wesentlich mehr, ne? Ja, ich hatte ist nicht mehr so viel übrig. Ich hatte irgendwo noch so ein altes Gemälde, da waren 7 drauf zu sehen, aber ob das stimmt, weiß heute auch keiner mehr. Ich habe mal was von 20 in der Umgebung gelesen. Ja. Aber hier haben wir natürlich, das ist eben kein normaler Grabhügel, sondern wir haben hier noch ein paar Besonderheiten. Bevor wir uns jetzt den Erläuterungen dieses Ortes widmen, zeige ich euch hier nochmal, wie das hier aussieht. Hier haben wir den sogenannten Wächterstein. Wir haben so eine blöde Bank davor gestellt, aber die steht da nun. Ist halt so. Und hier ist der Steinkreis und wir befinden uns jetzt hier auf diesem bronzezeitlichen Grabhügel. Also wenn ich richtig liege, dann ist dieser Steinkreis, den man hier sieht, quasi der wikingerzeitliche Steinkreis, der nachträglich nochmal platziert wurde. Der Hügel wurde in der Wikingerzeit auch nochmal vergrößert etwas und es gab eine Nachbestattung. Also man hat hier tatsächlich auch noch menschliche Überreste aus der Wikingerzeit gefunden am Grabhügel, im Grabhügel.
In der Mitte befand sich eine kleine Kammer, wo Leichenbrand drin war. Ich meine, es gab irgendwie eine Gewandnadel oder sowas in der Richtung. Mhm. Habe also ich leider nie gesehen. Das, nicht so viel. Das wüsste ich jetzt nicht, dass hier tolle Funde oder so bemerkenswerte waren, aber dennoch, das ist schon nicht der kleinste Hügel. Und sehr besonders. Hügel mit so einer Steinsetzung und direkt am Thorsberger Moor. Genau, ursprünglich hatte der schon zwei Steinkreise und auch diesen Wächterstein, diesen großen Stein, der da steht, der war auch schon von Anfang an mit dabei. Das ist auch ein sogenannter Schalenstein, also sind über 40 Schälchen. Mhm. Stein.